Herr Bundesminister, das Motto der österreichischen Medientage lautet vorwärts schauen. Aus Ihrer Sicht, was braucht es denn für eine florierende österreichische Medienlandschaft? Ja, jedenfalls Rahmenbedingungen, die einen fairen Wettbewerb sicherstellen, insbesondere im Hinblick auf die Plattformen, die Fernsehen anbieten, ohne sich als Fernsehanbieter zu bezeichnen. Und das meint natürlich YouTube, das meint Facebook. Die haben vollkommen andere Regulierungsbedingungen als das konventionelle Fernsehen, sei es privat oder öffentlich. Und da müssen wir für eine Wettbewerbsgleichheit und für einen fairen Wettbewerb sorgen. Und bezogen auf die Printmedien, was brauchen die? Ich glaube, die Printmedien brauchen ein neues Modell der Presseförderung. Ich habe ein solches vorgeschlagen. Algorithmen gestalten keine Zeitungen, machen keine Zeitungen. Und meine Idee war, die Journalistinnen und Journalisten Arbeitsplätze zu fördern, um wirklich auch weiterhin redaktionell gestaltete, inhaltlich qualitätsvolle Medien zu unterstützen und nicht gedrucktes Papier zu fördern. Wenn Sie nach der Wahl am 15. Oktober weiterhin Medienminister sind, was wäre das erste medienpolitische Anliegen, das Sie umsetzen werden oder würden? Also jedenfalls mal die Presseförderung. Zum Zweiten würde ich mich auf EU-Ebene dafür einsetzen, dass man zu einer größeren Wettbewerbsgleichheit und Fairness kommt. Und zum Dritten würde ich eine Enquete zum dualen System machen und den öffentlich-rechtlichen Rundfunk diskutieren. Danke.